Was ist nur los? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf Einfach Markus. Ja, warum kommt dieser komische Vlog heute? Leute, ich verstehe es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sowas von irritiert und mein Köpfelein will es einfach nicht verstehen, was gerade los ist. Ja? Was passiert da draußen? Ich höre in letzter Zeit in vielen YouTube-Videos immer einen oder mehrere Hinweise. Zum Beispiel: Ich wusste nicht, ob ich jetzt wegen dem Ukraine-Krieg das Video hochladen soll. Eigentlich hatte ich gar keine Lust, ein Video zu machen. Ich werde jetzt meine YouTube-Videos beenden, denn es ist Krieg. Was? Was ist los mit euch? Meint ihr etwa, wenn ihr jetzt YouTube-Videos nicht veröffentlicht oder gar keine mehr produziert, dass dann der Krieg in der Ukraine aufhört? Habt ihr alle Schatten noch offen? Also so primitiv kann doch kein Mensch sein und kein Hirn denken, oder? Katastrophe! Ihr müsst ja auch mal an die anderen Leute denken. Natürlich ist es schlimm. Und es ist wirklich schlimm, wenn Krieg ist. Und ich kann davon reden, ich war im Krieg, im Kosovo. Also ich habe es live erlebt, was Krieg ist, ja. Aber 80% der anderen, die hier so tränenerfüllt sind, die wissen gar nicht, was Krieg ist. Natürlich tun mir die Leute leid. Natürlich ist es scheiße, dass da so ein raffgieriger Landbesitzer ein anderes Land angreift. Aber seid doch mal ehrlich. Krieg gibt's schon eine ganze Weile. Habt ihr deshalb eure YouTube-Videos eingestellt? Habt ihr deswegen dein Leben eingeschränkt? Nein. Täglich sterben durch die Taliban Menschen. Da ist ein Krieg. Was ist im Iran, Irak? Was ist in Israel? Ja? Was ist in China mit Taiwan? Es ist überall Krieg. Es sterben überall unnötig Menschen auf der Welt. Ja? Mal abgesehen von den ganzen Bürgerkriegen oder in Afrika und Co., ja? Wo sich die Leute erschießen, ja, statt dafür zu sorgen, dass die Leute ausreichend Essen und Trinken zu bekommen. So. Warum bemängelt ihr das nicht? Hä? Denkt mal drüber nach. Warum demonstrieren Leute wegen der Ukraine? Warum will man Russland alles boykottieren? Aber warum macht man in den anderen Ländern, wo Krieg herrscht, wo Menschen sterben, wo Menschen verhungern, wo Menschen auf der Straße leben, nicht das Gleiche? Was ist los mit euch? Hat euch das Coronavirus das Hirn vernebelt? Wart ihr zu lange in Quarantäne oder in Isolation? Ja, es ist einfach nicht normal, so Aussprüche zu bringen in letzter Zeit, weil es hilft den Menschen keinerlei, wenn ich jetzt hier sage, ich bringe kein Video mehr. Nein, deswegen haben die nicht plötzlich danach ein Brot da liegen, ja? Oder wieder heißes Wasser. Nee, absolut nicht. Ja? Aber ich strafe damit alle anderen Menschen auf der Welt, die vielleicht sich mit so einem Video, wie wir sie produzieren auf unseren Kanälen, ablenken wollen. Genau, genau. Und ich denke, jeder hat es verdient, sich von dieser schlimmen Welt auch einmal ablenken zu lassen. Etwas Schönes zu sehen, etwas Angenehmes. Ja, Modellbahn ist zum Beispiel ein sehr beruhigendes Thema. Und ich verstehe nicht, warum ich dann wegen einem Krieg meine Videos einstellen soll und alle Menschen auf der Welt strafe. Deswegen bin ich kein unherziger Mensch. Ja. Ich verstehe den Krieg auch nicht und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum die NATO nicht eingreift. Müssen wir so vor Russland Angst haben? Na wohl. Nee. Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich habe genügend russische Freunde.
Muss ich die jetzt alle boykottieren, wie das deutsche Volk möchte? Genauso hirnverbrannt. Ich kann doch nicht Leute bestrafen für irgendetwas, was sie eigentlich gar nicht wollen. Genau, genau. Spulen wir mal zurück um 70 Jahre. Werden wir heute noch bestraft? Ja, wir werden noch bestraft. Warum? Ja, das weiß ich auch nicht, weil ich bin eine ganz andere Generation. Ich weiß gar nichts, was im Zweiten Weltkrieg und was Hitler war. Natürlich weiß ich durch die Geschichtsbücher und durch die Schule und so, habe ich das mitbekommen, was da für schlimme Gräueltaten passiert sind. Aber ich bin daran nicht schuld. Und genau das sollte man auch unseren russischen Mitbürgern, die hier in Deutschland leben, zugutekommen lassen. Die sind nicht schuld. Diese Vorverurteilung in letzter Zeit, die ist katastrophal, Leute. Das ist Denunzierung. Und das ist natürlich auch nicht die Lösung, ja? Menschen auszugrenzen. Ich denke einfach mal, ich musste mal ein bisschen Luft lassen in diesem Blog und euch vielleicht mal ein bisschen erklären oder die Augen aufmachen, was hier gerade geschieht. Weil ich verstehe es einfach nicht. Ich werde weiterhin Videos produzieren. Egal, wo auf dieser Welt auch ein Krieg ist. Denn ich kann für den Krieg nichts. Das sollte uns jedem klar sein. Und wenn wir alles dafür tun, dass sowas nicht passiert, und damit meine ich nicht Videos auf YouTube nicht mehr senden, irgendwo auf der Straße die ukrainische Flagge wehen und Protest machen. Das bringt gar nichts. Wir müssen zusammenhalten. Wer es sich noch leisten kann, in der heutigen Zeit zu spenden, der sollte spenden an die richtigen Organisationen, wie zum Beispiel das Rote Kreuz. Weil die sind dort vor Ort und die helfen dort, wo es nötig ist und stehen nicht irgendwo auf irgendwelchen Plätzen und demonstrieren. Nein, die helfen den Leuten vor Ort. Also, statt YouTube-Videos abzustellen, statt irgendwo demonstrieren gegen den Krieg, nein, sollte ich mich besinnen und überlegen, was kann ich den Organisationen Gutes tun, wo kann ich helfen, dass es in der Ukraine besser geht. Das ist die Tatsache heute. Vielleicht habe ich sogar irgendwo ein Plätzchen, wo ich einen der Flüchtenden aufnehmen kann. Und das bringt viel mehr, als ein YouTube-Video nicht zu drehen. Damit beende ich diesen Vlog. Ihr könnt mich jetzt steinigen in den Kommentaren oder sonst was, aber wenn ihr es mal in euch geht, ja, und mal überlegt, dann müsst ihr doch zugestehen, irgendwo habe ich recht. Genau, genau. Also, macht euer Bestes draus, lebt weiter wie bisher und guckt auf andere Weise, wie ihr dort helfen könnt. Super, echt super. In diesem Sinn, wir sehen uns beim nächsten Vlog wieder. Abonniert den Kanal, gebt einen Daumen nach oben, aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Vlog wieder. Bis dahin viele Grüße, euer Markus und ciao!